Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Gastreplay von World of Tanks. Ich bin Zonossi und kommentiere heute mal den Panzer S35, seines Zeichens Tier 3. Und guckt mal, Leute, ist das nicht toll? Jetzt könnt ihr euch alle nach Herzenslust aufregen. Fucking Matchmaker. Guckt mal, wie viele Lights hier drin sind. Nein, Spaß beiseite. Also, ja, Panzer S35, ein deutscher Medium. Wie gesagt, Tier 3. Wirklich eine gute Panzerung auf dem Tier. Also als Top-Tier ist er echt cool. Nur die Gun, ne? 55 Durchschlag, 52 Schaden mit APCR, 90 Durchschlag. Wenn du Top-Tier bist, ist alles gut. Wenn du in C4 reinkommst, ist das echt schon eine Katastrophe. Ne? Also das ist, wir hatten den schon mal irgendwann gehabt und ich gehe mal auf seine Sicht raus, mal sehen, was er macht. Und ja, ich lasse mich mal überraschen. Also das ist jetzt wirklich eine Quickie-Runde, die geht echt fix. Aber ich habe gedacht, das sah so geil aus, was da drin stand. Und oh, guckst du einfach mal. Ne? Guck mal, hinten ist schon Captain Schnellspritz. Ne? Und deswegen, also man sieht jetzt schön, ich habe schon so lange kein Low-Tier mehr gespielt. Ich habe überhaupt keine Ahnung von. Also von daher, na, gucken wir mal, genau, da wird nicht lang gefackelt. Erstmal ab hinterher. Ne? Scheißegal, was hinter einem ist, einfach druff. Ja, genau, so, 44 heroische Schaden, 58 hinterher und gleich weiter. So, das Geile ist, keine Schelle kassiert. Total geil. Fährst hier hoch, nichts passiert. Total cool. Ne? Im High-Tier hätte es sich schon völlig zerrissen. So, mal gucken, ob er den da jetzt noch abgesnackt kriegt. Oh, guck mal. Ah, mir gesagt, Alter, Finne, ist der hässlich, Kinders, ey. Ja, aber man sieht schon, also die Gun ist echt scheiße. Du musst halt so viel APCR ballern mit dem Ding. Ja gut, der ging oben drauf auf den Aufbau. Ja, da könnte er sogar mit APCR, jawohl, durchkommen. Und man sieht also wirklich, die Replays, die passen von der Sync überhaupt nicht. Oh, fast noch den eigenen weggehämmert, ey. Ne? Weil du hast halt das Problem, dass teilweise Schüsse, Sounds und so weiter immer so ein bisschen verzogen sind. Deswegen wird auch ganz gerne mal so Auto-Aim falsch angezeigt und so weiter. Die Diskussion, die haben wir ja nur gerade zuhauf gehabt in irgendwelchen Videos. Ja, einfach durch, genau so. Wir sind schon bei 461 Schaden, dass die ganzen Karren überhaupt so viel HP haben, ey. Es ist so geil, ey. Sning, 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 sning. Ja, Ast rein. So. Ja, war klar. Das Ding flog natürlich sonst wohin. Was kommt denn da für ein kleiner Scheiße angeroffelt? Ja, guck und zipp. Ja, der dürfte eigentlich nicht durchkommen. Und wahrscheinlich im Eifer des Gefechts wirklich vergessen umzuschalten. Immer noch auf APCR drauf. Da hätte man wunderbar mit AP durchkommen können. Und was haben wir denn hier rumfahren? So, da kommt die nächste. So, da ist er weg. 3 Kills. Stronke 788 Schaden, was jetzt in dem Tier echt schon viel ist. Das ist, auf T10 wären das bestimmt schon 5000. Ne? Ich finde, ich fahre überhaupt kein Low-Tier. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal wirklich Low-Tier gefahren bin. Das war, glaube ich, irgendwann mit Mo und Kitty vor, ich weiß gar nicht, vor anderthalb Jahren oder sowas. Ne? Also das ist wirklich schon ewig her. Ne? Und man sieht, also so mit 37, der ist gar nicht mal so ultra langsam. Ne? Guck mal, was da kommt. Flimp. Das, wie gesagt, Boseln hatten wir ja letztes Mal auch schon und rein. So, da hinten haben wir noch einen LPT, der steht da auch total toll. Ja, der fährt leider weg. Aber der fährt er weiter? Ne, bleibt hinter dem Steinchen stehen. Das hat er dann doch gemerkt, dass er da eine von der Seite kriegen kann. Naja, das wird auch nix. Oh, guck mal, da ist er vorgefahren. Ja, Stronke 55, Schande, wenn man sich das mal anguckt, wie so langsam diese Kugeln fliegen. Das ist total geil. Oh Mann. Ja, aber auch hier, ne, auch schön mit Vorhalten und so weiter. Also man sieht, ich meine, das ist klar, wenn man sich im Low-Tier bewegt, das ist, fahren natürlich ganz, ganz, ganz viele Anfänger rum. Das ist, ich meine, dafür ist es ja auch Low-Tier. Ne? Also wenn sich jetzt noch einer drüber aufregt, also dann ist dem auch nicht mehr zu helfen. Keine Ahnung, dann geht woanders hin. Weil, ne, ich meine, irgendwo muss man dieses Spiel mal lernen. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und wenn man das nicht in T3 darf, wo und wann denn dann? Oh, das funktioniert auch noch. Alter, wir sind bei 1242 Schaden, 11.000 WN8, alter Schwede, ey. Das ist geil. Ich meine, es sind leider nicht mehr wirklich viele Panzer über. Das ist das Problem. Also, ne, bei Rollenspielen hat man früher immer gesagt OOM. Das heißt dann nicht Out of Mana, sondern Out of Mobs, ne? Also, es ist halt echt nichts mehr da. Jawohl. Ah, schade, das hätte noch gepasst. Wir sind bei 1395, bei 12.426 WN8 Jahren, das war's. Ja, also man sieht wirklich, also ein Quickie der Saison, ne, also man hat sich getroffen und es war schön und ist ganz schnell wieder weg. Naja, dem wie dem auch sei, also wie gesagt, Panzerkampfwagen S35 793 in Klammern F, um das mal vollends zu sagen, gespielt vom Black Devil 3284.
Ja, wie gesagt, also er hatte mich nur angeschrieben und gesagt, ja, beste Runde bis dahin. Freut mich, finde ich gut, weil natürlich ein bisschen Glück gehabt bei der Auffahrt auf dem Berg, um das nochmal ganz kurz so zum Abschluss zu bringen, ne, dass da keiner dich von hinten weggemacht hat im Endeffekt, dass du ein bisschen Glück gehabt. Aber ansonsten war das echt souverän runtergespielt. Ich meine, klar, als Top-Tier ist das Ding auch echt scheißengeil, ne, weil du hast einigermaßen Panzerung auf dem Ding. Die Knifte ist halt echt scheiße. Aber im Top-Tier ist das alles völlig ausreichend und man hat ja auch noch ein bisschen APCR dabei mit 90 Durchschlag in T3 geht das ganz gut. Wie gesagt, eklig wird es dann, wenn du in T4 kommst und die anfangen so ein bisschen zu winkeln oder so. Aber man hat das hier auch schon gesehen mit APCR, wo er nicht durchgekommen ist, als diese wunderschöne, ja, ich sag mal, dieser Quasimodo-Panzer da hochgerollt ist, der Franzose. Ne, der war ein bisschen gewinkelt und man ist schon über der Kette da nicht mehr durchgekommen. Ne? Also nur mal so zu sehen, was da, wie gesagt, vom Durchschlag ist, wenn die ein bisschen gewinkelt sind. Ja, ansonsten Standard-Setup gehabt, ne? Reparaturkippen, Pflaster und ein Feuerlöscher. Ja, das Ding gemeistert, Glückwunsch dazu. Großkaliber, kann man schon mal sagen. Und die Top Gun, sehr cool. Ja, gucken wir mal. 1395 Schaden, das ist, wie gesagt, da ist nicht viel übergeblieben. Ne? Also, ganz gut ausgeteilt. Ne? 1208 XP, eigentlich ein bisschen wenig, hätte eigentlich mehr gedacht. Ne? Dafür, dass es, wie gesagt, T3 ist und sowas halt. Aber die WN8 ist schon heftig, ne? Mit 12.426. Also, wenn du da wirklich, ich sag mal, mit dem Ding echt drauf, gut drauf bist und echt viel Top-Tier bist und ein bisschen APCR oder ziemlich viel APCR spammst, dann, also, der Gottes Willen, das ist ja WN8 pushen vorm Herrn. Aber wie gesagt, ich bin seit Ewigkeiten kein Low-Tier mehr gefahren. Also das höchste der Gefühle ist dann irgendwie so T5 oder sowas, so KV1. Aber wie gesagt, auch jedem das seine, um Gottes Willen. Hauptsache, es soll Spaß machen. Und man sieht ja, man kann das nochmal ganz kurz hier vorne nochmal sehen. Hier links mit den in der Teamübersicht. Das halt, wie viele Leute da, im Endeffekt sind drei Leute, die 3.000 oder 4.000 Gefechte haben. Und dann geht's los mit 0, 1, 2. Ne? Und man sieht auch an den Werten, die fangen wirklich an. Ne? Also. Von daher alles gut, alles toll, tolles Gefecht gewesen. Ich fand's gut, ich fand's erfrischend. Ne? Wird 41 Schuss abgegeben, davon 34 getroffen, 30 Durchschläge, also auch mal gar nicht so schlecht. Ne? Wie gesagt, 1395 Schaden, 250 gesniepert. Naja, gut, ich glaube, alles, was 350 Meter weit weg ist, dann fallen, oder 300 Meter weit weg ist, dann ist das im Prinzip schon irgendwie so Fire and Forget, Augen zu und durch. Jo, wieder kurze Runde, 4 Minuten. Das ist auch geil. Und es war ja gar nicht so ein Schlachtfest in der Hinsicht halt, ne? Weil das war ja gut. Ich meine, nachher 6-0 stand es nachher noch zum Schluss noch. Da ging es aber, ist klar, wenn irgendwann mal die Scheibe gefallen ist, dann geht's. Aber am Anfang, die ersten 2 Minuten, so am Berg, war das ja noch relativ ausgeglichen. Und, na gut, 33.315 Credits, 20.000 übergeblieben. Ja, kann man so machen, ne? 2899 XP mit Premium. Weil es natürlich auch ein Premium-Fahrzeug gewesen ist und so weiter, und da kriegt man dann mal ganz viel XP. Ja, wie gesagt. Ich fand's toll, mir die Runde gefallen. Ich fand's witzig, mal so was Kurzes zwischendurch und ja. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid und dann sehen wir uns dann wieder. Bis dahin, dann bleibt gesund, macht's gut. Tschüss.